Immer wieder kommen wir zu Situationen, wo wir herausgefordert werden, sodass ob unsere Reaktionen auch wirklich in der Balance bleiben. Jede dieser Herausforderungen können wir ansehen als ein Glück. Denn wenn sie nicht wäre, würden wir ja gar nicht wissen, ob wir es nun schon endlich gelernt haben. Und wenn wir es immer noch nicht gelernt haben, dann sollen wir dankbar dafür sein, dass wieder eine neue Herausforderung gekommen ist, die es uns möglich macht, vielleicht dieser Balanceakt etwas mehr perfekt zu machen. Wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten, dann wissen wir auch, was das Richtige ist zu tun, was die richtige Reaktion sein wird. Denn dann haben wir eine Art Wegweiser, der uns immer in der Mitte hält. Wenn wir betrübt und unglücklich sind, so können wir ganz sicher wissen, dass wir nicht in Balance sind. Betrübt sein und unglücklich sein ist eine Reaktion auf unheilsames Denken und Empfinden. Manchmal glauben Menschen, dass sie ja ihrer Trauer Ausdruck geben müssen, dass es ja nicht richtig wäre, wenn sie jetzt nicht traurig sein würden. Das kann schon sein, dass das so ist, weil sie das Gegenteil vielleicht bei diesen Personen wäre, dass sie überhaupt nichts fühlen. Das ist schon möglich. Aber im Prinzip ist es so, dass die Trauer nichts weiter beweist, als dass man entweder etwas verloren hat, was man behalten wollte, also anhaftet, oder etwas bekommen hat, was man nicht haben wollte, also Hass. Es ist entweder Hass oder Gier. Aber keiner schaut dahin. Es gibt Situationen, wo es erwartet wird, dass getrauert wird. Wenn wir trauern und erkennen, wieso wir trauern, so hat das seine Berechtigung. Weil auf jeden Fall wissen wir, dass wir in diesem Moment die Balance des Gleichmuts nicht haben. Aber die meisten Menschen glauben, dass das Trauern eine Art emotionelles oder spirituelle Leistung sei. Und das ist ein Trugschluss. Die richtige Leistung ist, Balance zu halten, Gleichmut zu haben. Das ist die größte Leistung. Als der Buddha auf seinem Sterbebett lag, da stand Ananda in der Nähe und weinte sich die Augen aus. Ananda war sein Cousin, gleichaltrig, und war seit 25 Jahren sein Aufwärter gewesen und liebte den Buddha mit dem ganzen Herzen. Und er war aber noch nicht erleuchtet zur Zeit des Todes des Buddhas. Und da hörte der Buddha, dass der Ananda da steht und weint. Und da rief er ihn zu sich und sagte zu ihm: Um was weinst du denn eigentlich, Ananda? Weinst du um diesen alten Körper, der in so einem schlechten Zustand ist, wie eine kaputte Karre, die man mit Lederriemen zusammenhalten muss? Und da sagte Ananda: Nein, nein, darum weine ich nicht. Ich weine darum, weil ich nun meinen Lehrer verliere, der immer Mitgefühl mit mir hatte. Und da sagte der Buddha: Dein Lehrer ist das Dhamma. Und immer wieder hat der Buddha einen zurückgewiesen darauf, dass in der Lehre selber alles zu finden ist, was ein Mensch braucht, um zum Ende alles Leid zu kommen. Dass man auf sich selber angewiesen ist. Er sagte auch, am Ende seiner Lehrtätigkeit
Sei eine Zuflucht dir selber, sei eine Insel dir selber. Es ist kein anderer, der es für einen tun kann. Man kann es nur selber tun. Und wir benutzen die Worte und die Erklärungen des Buddhas nur als Wegweiser. Und um uns immer wieder zu erinnern, und in diesem Fall, wovon ich gesprochen habe, um sich immer wieder daran zu erinnern, dass nur die Mitte, der Gleichmut, der mittlere Weg in allen unseren Bemühungen, wie immer es auch sei, uns so zur Ruhe bringen kann, dass wir die Emotionen läutern, dadurch klar denken können und dadurch immer wieder in der Lage sind, kleinen Fortschritte zu machen auf dieser Gipfelbesteigung. Alle Gipfelbesteigungen sind schwierig. Man braucht auch den richtigen Proviant. Man muss sich einmal klar darüber werden, ob man den richtigen Proviant bei sich hat. Man muss sich auch klar darüber werden, ob man noch auf dem Weg ist oder ob man schon im Geröll abgerutscht ist. Der Weg, den der Buddha zeigt, ist ein klarer Weg. Aber man muss immer wieder checken, ob man noch da ist. Und man muss auch ein Gefühl haben für die eigene Stärke. Das ist nicht allein die Körperstärke, sondern die Geistesstärke. Und danach muss man wissen, wie schnell man gehen kann. Keiner geht in genau derselben Schnelligkeit. Da werden Normen gemacht. Man muss so sitzen oder anders. Man muss so lange sitzen oder länger oder kürzer. Man muss so sein oder sollte so sein. Diese Normen gibt es nicht. Die einzige Norm, die es gibt, ist, sich selber zu erkennen, zu balancieren und immer wieder einen Schritt zu machen, wenn man weiß, dass man noch auf dem richtigen Weg ist. Und wenn man nicht ganz sicher ist, ob man auf dem Weg ist, dann kann man ja mal einen Wegführer fragen.